steil nach oben. Also für mich war es eigentlich echt klasse, muss ich ehrlich sagen, weil Wiesbaden hat schon was. Es ist eine tolle Atmosphäre, gestern natürlich auch, super Wetter, die Leute waren da, alles spannend gewesen. Und mit dem Pferd, von dem ich natürlich im Vorfeld wusste, dass der überhaupt keine Probleme hat mit irgendwelchen Außenherum-Leute oder Krach oder Musik oder wie auch immer, da einfach ohne irgendwas durchzugehen, ohne einen Fehler, war für mich natürlich herrlich gewesen. Ja, ich habe es genossen. Bei ihm ist natürlich immer so die Sache, und da habe ich im Grand Prix mitgekämpft, dass er dann auf einmal alleine da oben ist. Und er hatte im Grand Prix so hinter den anderen Pferden hergeguckt und wollte eigentlich hier runter, was ich in der Kür Gott sei Dank nicht hatte. Und deswegen war er bei mir gewesen und deswegen hat es auch super geklappt und ich war ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, für uns natürlich die ersten Grand Prix-Erfahrungen. Ich kannte Fahrenheit natürlich, weil ich ihn fünfjährig, sechsjährig geritten bin. Und da hat sich natürlich jetzt auch viel verändert. So, wir haben uns zusammengerauft auf den ersten Grand Prix-Turnieren, die aber auch gleich durchweg positiv waren. Der hat ja auch gewonnen, hat sich auch gleich für den Louis d'Or qualifiziert. In Frankfurt waren wir auch erfolgreich. München war unser erstes Turnier wieder. 3 Sterne, erster internationale Start, erster internationale Sieg, das war natürlich ganz klasse. Und jetzt hier, ja, hat er sich auch gut präsentiert. Wir können natürlich noch eine Schippe drauflegen oder müssen auch noch eine Schippe drauflegen, aber das kriegen wir, glaube ich, auch noch hin.